Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist die Jahrestimeline für den Löwen und die geht vom Juli 2022 bis Juni 2023. Ja, und der Juli ist ja der Monat, in dem die ersten Löwen Geburtstag haben. Ich weiß, manche Löwen haben erst im August Geburtstag, sogar recht viele. Aber ich mache eben einmal im Jahr diese Jahrestimeline für jedes Sternzeichen und das kommt immer in dem Monat raus, in dem die ersten in diesem Sternzeichen Geburtstag haben, also für den Löwen im Juli. Und wie immer ist es hier eine ganz allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Es passt nicht für jeden und du darfst dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und es ist auch immer ganz interessant, sich diese Jahreslegungen rückwirkend anzuschauen. Also es gibt auch schon eine Legung für den Löwen, die eben für das vergangene Jahr gelegt wurde. Ich weiß auch gerade den Zeitraum gar nicht mehr genau, weil ich damals erst angefangen habe, diese Jahrestimelines hier auf YouTube zu machen. Aber es ist immer ganz interessant, mal reinzuschauen, um dann zu schauen, wie haben sich diese Energien im vergangenen Jahr manifestiert. Weil wir so etwas darüber lernen können, wie wir diese Energien lesen und deuten, auch für uns persönlich in unserem Leben. Denn es sind ja allgemeine Grundenergien, die wir hier sehen, die sich in jedem Leben anders manifestieren. Na, da kommt es auch nochmal so ein bisschen drauf an, bist du Löwe, Sternzeichen oder Aszendent oder Mondzeichen. Ja, und wir schauen einfach mal rein in die Energien für den Löwen im kommenden Jahr. Und wir beginnen hier mit dem Juli, dem August, dem September, dem Oktober, dem November und dem Dezember. Ich schaue immer, dass ich das hier einigermaßen hinbekomme, dass diese ja doch etwas großen Karten auch alle hier drauf passen. Und nach einem halben Jahr mische ich einfach immer noch mal durch. Ganz besonders an der Legung für den Löwen ist, dass wir hier zu Ende des Halbjahres dann auch ins neue Jahr gehen. Wir beginnen dann hier wieder mit dem Januar, dem Februar, dem März, dem April, dem Mai und dem Juni. So. Dann schauen wir gleich mal in den Juli, in den Monat, der gerade begonnen hat. Und wir haben hier die 8 der Kelche, die Trägheit. Und Trägheit ist immer ein Zustand, in dem sich die Dinge nicht so weiter bewegen, wie wir uns das wünschen würden, wie wir uns das wünschen wollen. Der Trägheit voran geht die Verderbnis. Das heißt, es handelt sich dann auch hier um etwas, wo wir entweder nichts machen wollten oder nichts machen konnten. Und hier stagniert einfach irgendwas. Aber was ganz wichtig ist an dieser Karte, ist, dass hier hinten am Horizont auch schon wieder der neue Tag beginnt. Und wir gucken jetzt einfach mal tiefer rein. Darauf liegt der Bube der Schwerter und der Bube der Schwerter, der sagt immer, dass dieser Zustand auch etwas mit unserem Denken zu tun hat und dass wenn wir an unserem Denken arbeiten und auch aus dieser im Zustand der Trägheit, da ist meistens auch unser Denken ein bisschen träge. Und wenn wir versuchen, auf der mentalen Ebene wieder klar zu werden, anders zu denken, beginnen uns im Bereich der Gedanken auf eine positive Ebene zu bewegen, dann folgt auch die Ebene der Gefühle und dann das Materielle.
Wir haben hier den Fortschritt. Ich habe heute Morgen noch nicht so gutes Licht. Es sieht auf jeden Fall aus wie ein Löwenzahn. Und in dieser Blüte, da haben wir, nein, das ist kein Löwenzahn, Moment. Das ist der Aland. Und der Aland zeigt, dass es hier die Leiter nach oben geht. Also es ist hier, als ob dieses Wachstum, dieses Weiterkommen vielleicht in einem Moment noch so ein bisschen träge ist. Und dadurch, dass du aber beginnst, mit den Gedanken zu arbeiten, das zeigt ja hier der Bube der Schwerter. Der lernt, mit dem Luftelement umzugehen. Der lernt, seine Gedanken, sein Denken zu meistern. Und dadurch geht er hier die Leiter nach oben zum Licht. Wir schauen weiter in den August. Im August haben wir hier die 10 der Stäbe, die Unterdrückung. Und es mag sein, dass du hier eine Entscheidung treffen musst. Entweder musst du eine Entscheidung treffen, die du eigentlich gar nicht treffen möchtest. Immer so, dass wenn man sich gerne vor was drücken will, dann fällt immer ganz gerne auch mal so diese Unterdrückung raus. Und das sind dann meistens so die Dinge, die irgendwie gemacht werden müssen, um die wir nicht rumkommen und auf die wir eigentlich so gar keine Lust haben. Es ist aber auch möglich, dass du dich zwischen zwei Stühlen sitzt oder dich zwischen zwei Wegen entscheiden musst. Und ja, das kann die Dinge eben manchmal auch so ein bisschen schwierig machen. Und auch hier liegt die Lösung wieder im Bereich der Gedanken. Wir sehen hier bei der zwei der Schwerter in der Darstellung nach Weite, dass diese Frau verbundene Augen hat. Das heißt, sie hört nach innen und ist verbunden mit dem, was in ihr ist. Und sie hält diese zwei Schwerter über Kreuz, über die Schultern. Und das ist immer ein Zeichen, dass die linke und rechte Körperhälfte harmonisch zusammenarbeiten. Das heißt, das Denken ist auch harmonisch dadurch, dass es nach innen gelenkt ist. Und dadurch sehen wir auch, dass diese Wasser hier hinten, die sind relativ ruhig. Die sind nicht komplett ruhig, aber relativ ruhig. Das heißt, sie hört auch etwas von dem, was sie in sich trägt. Und darauf liegt die Hohepriesterin. Und da geht es um mystische Kraft, um magische Kräfte. Und es geht darum, diese Kräfte wahrzunehmen, auch in dir selbst. Und eine der magischen Kräfte, die wir ja haben, das sind einfach unsere Gedanken, das ist unser Denken. Und einfach dieses ein Verständnis dafür entwickeln, dass Denken, Fühlen und Handeln untrennbar miteinander verbunden sind. Und dass sich das Denken auch direkt auf unser Erleben von dem, was uns im Alltag begegnet, auswirkt. Und von dem her darfst du hier dein Denken als magische Kraft verstehen. Vielleicht auch mit Affirmationen arbeiten. Ich ziehe auch noch eine Affirmation für dich am Ende. Und hier im September, da haben wir dann die Kaiserin. Und die Kaiserin, die ist ja verbunden mit ihrer Herzenskraft. Die herrscht aus dem Herzen heraus und das ist einfach auch eine Karte für Mitgefühl. Mit sich selbst und mit anderen, auch für Schönheit. Das ist auch eine Karte, die zeigt, dass das Denken hier wieder harmonischer wird. Und darauf liegt wieder die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin, die sitzt zwischen den Polen, zwischen dem Schwarzen und dem Weißen, dem Männlichen und dem Weiblichen und sie verbindet beides in sich. Und das ist einfach auch wieder ein Hinweis darauf, dass wenn wir unseren Geist öffnen, wenn wir unser Denken öffnen,
dass wir dann nicht nur die verschiedenen Graustufen zwischen dem Schwarz und dem Weiß erkennen können, sondern erkennen, dass der ganze Regenbogen dazwischen liegt, die ganzen Möglichkeiten dazwischen liegen. Und ich habe hier die Vogelherde. Und die Vogelherde, das ist immer, die sind ja immer im Rudel unterwegs. Also man kennt ja auch diese Vogelschwärme, die alle miteinander fliegen, weil sie sich gemeinsam in der Gruppe beschützen. Und das ist einfach eine Karte, die sagt, dass es hilfreich ist, sich mit anderen auszutauschen, mit anderen gemeinsam Dinge zu machen. Ja, einfach sich auch so mit dieser schützenden Gesellschaft zu umgeben. Und dann schauen wir in den Oktober. Und im Oktober liegt jetzt hier wieder die Verderbnis, die 7 der Kelche. Und das hat auch wieder ein bisschen was mit dem hier vorne zu tun. Die 7 der Kelche geht ja eigentlich dieser Trägheit voraus. Das heißt, hier kommt erstmal Leben rein. Hier wird es auch teilweise so lebendig, dass du wirklich offen bist. So wie diese Kaiserin offen ist, die ein offenes Herz hat und ja eigentlich schon fast Tendenzen in dir spürst, die dich befähigen zu fliegen. Und hier im Oktober, da stagniert es wieder. Und was mir hier dauernd noch in den Kopf kommt, das ist, dass der Wassermann ja momentan, dass der Saturn im Wassermann steht. Also der Saturn, der ist rückläufig im Wassermann das ganze Jahr 2022. Der Wassermann ist ja das Sternzeichen, das dem Löwen direkt gegenübersteht. Und insofern beeinflusst das auch den Löwen, so wie das vor ein paar Jahren eben noch bei den Krebsen gewesen ist. Und das ist einfach eine sehr schwierige, transformative Phase, wo einfach ganz viele Sachen hochkommen und wo es einfach immer und immer mal wieder schwierig ist. Das ist aber auch immer ein Reinigungsprozess, ein karmischer Reinigungsprozess, der einfach ganz wichtig ist. Und der auch ganz viel aufräumt in unserem Leben. Und was auch immer hier nochmal hochkommt, was auch immer hier diesen modrigen Geruch der Verderbnis bei sich trägt, du wirst das Ganze siegreich transformieren können. Also halte hier im Oktober einfach die Augen offen nach Dingen, die so diese Tendenz haben, dass der Lack ab ist, die ihren Glanz verlieren, und versuche, wenn du das erkennst, sofort gegenzusteuern. Und dann wird das eben siegreich sein. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich immer gerne in die Karten schaue, auch so eine Jahrestimeline lege, dass wir eben diese Tendenzen erkennen und dann handeln können. Ich würde am liebsten immer jedem Sternzeichen für das neue Jahr so die super positive Nachricht überbringen, aber es ist eben so, dass der Löwe besonders beeinflusst ist durch diese Rückläufigkeit des Saturns im Wassermann. Und das ist ein Zyklus, der geht sehr lange, länger als ein Jahr, ich glaube an die 3 Jahre. Und das geht dann auch immer mal kurz weg und kommt nochmal wieder. Das kann auch noch ein bisschen nachhallen, wenn das dann vorbei ist. Und wir haben hier den weißen Büffel. Der weiße Büffel, der kündigt ja auch immer so eine neue Zeit an. Und der Büffel an sich bedeutet einfach auch, dass Wohlstand und Sicherheit wieder in dein Leben fließen und dass alles möglich ist und dass einfach Balance und Harmonie zurückkommen und ja, dass einfach diese Balance wieder hergestellt wird. Und wenn dich das genauer interessiert, dann kannst du einfach mal diesen weißen Büffel oder auch die weiße Büffelkalbfrau einfach mal googeln. So, im November kommt hier das Rad des Glücks.
Das Glücksrad hier, das ist insofern ein Glücksrad, dass es uns eben so diese karmischen Aufgaben, die wir brauchen und die wir meistern sollen im Laufe unseres Lebens, dass es uns das unermüdlich immer und immer wieder hervorbringt. Und das ist natürlich etwas, das bedeutet ein großes Glück, weil wir ja leben, um uns zu transformieren, um zu lernen, um unsere Aufgaben zu meistern, die wir uns mitgebracht haben. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist eben dieser rückläufige Saturn im Wassermann da für den Löwen einfach sehr prägnant. Und das ist eben das, was wir hier auch wieder sehen in dem Glücksrad. Und darauf liegt die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe, die ist erstens ist sie beschützt durch diese schwarze Katze, die vor ihr sitzt. Sie ist verbunden mit dem Feuerelement, auch mit dem Wachstum, das aus dem Feuer hervorgeht. Feuer verbrennt und aus der Asche, die Asche nährt den Boden. Und auf einem gut gedüngten, auf einem gut genährten Boden können die Dinge wieder wachsen. Und das ist auch etwas, was dieser Saturn-Transit macht, dass es eben alte Dinge verbrennt und das bereitet aber gleichzeitig auch wieder den Boden für das Neue. Sie ist verbunden mit dem Licht der Sonne. Das sehen wir über die Sonnenblume in ihrer Hand. Und das Licht der Sonne ist ja auch das, was die ganzen Schatten ausfaden lässt. Im Licht der Sonne können keine Schatten existieren. Und hier hüpft der Dvalkul heraus. Wow. Und er sagt, dass sich das Dharma zeigen wird. Und Dharma und Karma sind ja auch Gegenpole. Und das Dharma ist immer so dieser positive, gute Weg für uns. Und er sagt, denke immer daran, dass du auf einem Weg wandelst und dass du Schritt für Schritt dem Licht und der Glückseligkeit entgegenlaufen sollst. Es kommt auf dich zu und laufe dem Ganzen Schritt für Schritt entgegen. Also hier ist auch irgendwo noch mal wie so ein Wendepunkt, wo sich etwas wandelt zum Positiven und zum Licht. Aber dafür müssen auch einfach diese Schatten verbrannt werden und rausgehen, damit durch diesen Verbrennungsprozess, durch diesen alchemistischen Reinigungsprozess, den das Feuer inne hat, die Asche auf den Boden fällt, die den Nährboden bietet, damit das Neue wachsen kann. Im Dezember haben wir hier die Umsicht liegen. Das heißt, es geht hier einfach weiter in eine neue Richtung und da darfst du einfach langsam und umsichtig vorangehen. Schritt für Schritt. Keine großen Sprünge, eher kleine Schritte, die aber viele kleine Schritte haben ja auch einen großen Effekt und die bieten uns auch insofern die Sicherheit, dass wir nicht so diese Rückschläge haben. Es geht nicht darum, 3 Schritte nach vorne zu springen und dann wieder 2 zurück, sondern geh einfach mit diesen kleinen, achtsamen, umsichtigen Schritten, wo du einfach weißt, du bewegst dich in sicherem Terrain. Und darauf liegt die 10 der Münzen. Ja, Reichtum, Wohlstand, diese ganzen Dinge, wo du vielleicht ab und zu so den Eindruck hattest, dass es dir daran mangelt, die kommen zu dir. Und Reichtum umfasst alle Ebenen. Das umfasst das persönliche Glück, das umfasst die ganzen spirituellen Geschenke, die wir bekommen auf unserem Weg. Aber natürlich auch das Materielle, das Geld, die Wohnsituation. Und darauf liegt der Aquamarin. Und der Aquamarin, der sagt auch noch mal, gehe mit dem Fluss, schwimme mit dem Fluss. Und das ist ganz wichtig. Der hat hier auch so eine sehr grüne Farbe. Und grün ist immer die Farbe des Dharmas, des positiven, guten Weges, der auch funktioniert.
So haben wir ja auch, wenn wir im Straßenverkehr fahren und wir haben grünes Licht, dann ist der Weg frei. Und das ist das, was hier passiert, dass einfach dieser Weg frei wird, dass sich das Dharma öffnet und dass du wie auf so einer grünen Welle fahren kannst. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass du achtsam und umsichtig dabei bist und kleine Schritte machst, um eben nicht wieder diese Echos zu produzieren. So das, was ich eben gesagt habe, mit diesem drei Schritte nach vorne und dann wieder zwei zurück oder zwei nach vorne und dann gleich wieder drei zurück, dass du quasi dich selbst noch weiter zurückwirfst als das, wo du schon bist. Gehe mit dem Fluss, gehe mit dem Rhythmus, den das Leben dir vorgibt. Tanze auf dieser Welle des Rhythmus des Lebens. Das ist ganz wichtig hier, wenn sich das Dharma öffnet. Weil Dharma, die Farbe Grün, besteht ja immer aus Blau und Gelb, aus dem göttlichen Willen und dem persönlichen Willen. Und wenn diese beiden übereinstimmen, wenn sich Blau und Gelb vermischen, bekommen wir das Grün und dann ist der Weg frei im Dharma. Und dann geht es hier ins neue Jahr und hier haben wir eine Energie von Enttäuschung. Und einer Enttäuschung geht immer einer Selbsttäuschung voraus. Das bedeutet einfach, dass sich eine Annahme so in der Form nicht bestätigt. Ja, oder dass irgendetwas nicht aufgeht. Und ich habe hier aber ein gutes Gefühl dabei, so dass das einfach etwas ist, was sich nicht manifestiert oder noch nicht manifestiert, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig wäre. Oder weil einfach noch etwas Besseres kommt. Es ist immer so, dass wenn wir Rückschläge erleiden, viele Menschen nehmen das immer persönlich, denken, ich kann das nicht, das ist mir nicht bestimmt und so weiter. Es gibt viele Dinge, die man sich dabei denken kann. Aber manchmal ist das auch wie eine göttliche Intervention, die einfach sagt, nee, nicht so. Entweder später und anders und besser oder du wirst irgendwann später zurückschauen und dir denken, Gott sei Dank ist das nicht so gekommen. Gott sei Dank habe ich das erkannt. Und darauf liegt die Fünf der Stäbe, also auch wiederum eine Karte des Konflikts. Ja, es sieht so aus, als ob dieser Jahresbeginn hier so ein bisschen ruppig wird. Dieser Konflikt, der kann im Innen sein, der kann im Außen sein. Und das sind im Endeffekt, sind das eben auch wieder so diese kleineren Reinigungsprozesse, die in solchen Transformationsprozessen, in solchen lang angelegten Transformationsprozessen einfach dazugehören. Und ich habe hier den Pfeil. Und der Pfeil sagt, umgebe dich mit schützender Energie. Also es kann hier auch einfach sein, dass im Außen die Dinge irgendwo schwierig sind und dass es dabei eben ganz wichtig ist, dass du dich davon abgrenzt und deine Energie schützt, weil wir schauen ja hier auf deinen Weg, deine Energien für das kommende Jahr, aber wir sind auch immer eingebettet in das große Ganze im Außen und da kann es eben sein, dass hier auch Konflikte sind im Außen, für die du persönlich mit deinem Weg, mit deinen Energien nichts kannst, aber die dich natürlich auch mit beeinflussen. Und oft ist es dann eben so, dass sich das auch überträgt, dass wenn die Energien im Außen schwierig sind, konfliktgeladen sind, dass sich das, dass es in uns widerhallt. Und insofern ist es wichtig zu schauen, dass du dich selbst mit schützender Energie umgibst und schaust, dass dieser innere Raum so klar und harmonisch wie möglich bleibt. Denn das, was du hier bekommst, ist Balance. Grün ist die Farbe der Mitte, der Balance, des Gleichgewichts, der Kräfte, auch die Mitte zwischen den warmen und kalten Farben im System der Chakras, die Mitte zwischen oben und unten. Und versuche in diesem grünen harmonischen Space zu bleiben und dich wirklich gegen das zu schützen, was da von außen kommt. Im Februar kommt hier der Narr zu dir. Hier geht es neu weiter mit frischer Energie. Es ist wie so ein Gefühl von Neugeborensein, Neuanfang. Und im Februar, da sind wir ja dann auch, da steht eben die Sonne im Wassermann.
was dir auch nochmal einen Energieschub gibt und Licht gibt. Und dennoch liegt hier Kummer. Da ist einfach doch noch irgendetwas, was dein Herz schwer macht, auch wenn es neu weitergeht. Und das ist eben immer die Frage, wie lange wir an solchen Dingen festhalten. Und es gibt da so eine Gleichung. Ich weiß nicht mehr, woher das stammt. Und zwar können Emotionen, die können in Stein gemeißelt sein, dann überleben sie viele hunderte von Jahren. Die können in Holz gemeißelt sein, dann sind es vielleicht ein paar Jahrzehnte, wo wir diese Emotionen mit uns tragen. Es kann in Sand geschrieben sein, da bläst der Wind das relativ schnell weg. Oder die Emotion kann in Wasser geschrieben sein. Und das bedeutet, dass sie verfliegt in dem Moment, wo sie entsteht, was eine Meisterqualität wäre. Und insofern, wenn sich hier wirklich ein positiver Neuanfang bietet, ist eben immer die Frage, wie lange hältst du an den alten Emotionen fest? Sind sie in Wasser geschrieben? Sind sie in Sand geschrieben? Sind sie in Holz geritzt? Oder sind sie in Stein gemeißelt? Und das ist etwas, das hast du selbst in der Hand mit deinem Denken, weil sich das Denken auf das Fühlen auswirkt und dann weitergeht auf die materielle Ebene im Handeln. Und hier kommt der Pfau, die Selbstliebe. Und er sagt, es ist an der Zeit, dich und dein wunderbares Licht zu feiern. Ja, und wenn wir uns an alten, negativen, schmerzhaften Emotionen festhalten, dann dimmt das unser Licht. Und dann dimmt das auch diese positive Energie dieses Neuanfangs. Und hier im März liegt jetzt eine Erkenntnis. Also Erkenntnis kommt hier in den ersten 3 Monaten eben auch schon in dieser Enttäuschung. Das ist ja eine Enttäuschung. Das heißt, eine Täuschung wird aufgehoben und eigentlich ist das ja etwas Positives, wenn wir wissen, woran wir sind und wissen, wo wir uns getäuscht haben. Es fühlt sich halt meistens nicht so gut an, aber eigentlich ist es doch etwas Gutes, finde ich. Und dieser Erkenntnisprozess, der geht hier irgendwie weiter. Und das sind auch wieder so Grundenergien, die sich einfach bei jedem anders ausdrücken können. Und hier kommt aber auch wieder Gerechtigkeit hinein. Also was ich hier auch wahrnehme, ist eben so diese beständige Tendenz, dass immer wieder dieses Grün hineinkommt, dieses Gleichgewicht der Kräfte hineinkommt. Also auch wenn das hier teilweise schwierige Energien sind, dann hast du immer wieder dieses Gleichgewicht, was hier mit reinkommt. Immer wieder diese Impulse, dass sich die Dinge ausgleichen und die Kräfte auch gleich stark sind. Also versuch hier auf diesem grünen Pfad zu bleiben, Babyschritte zu machen, in dieser grünen Harmonie zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Ja, und hier kommt die Dualität. Und mit der Dualität sind wir auf dieser materiellen Ebene eben einfach immer konfrontiert, sodass alles eben immer sein Gegenstück hat. Und auch der Schmerz, auch die negativen, schwierigen Dinge haben immer ihr positives Gegenstück. Das sehen wir hier an dem Caduceus. Und das sagt eben auch wieder, dass die Energien zwischen rechts und links, Ida und Pingala Nadi, gleichmäßig fließen. Und versuche, in dieser Ausgewogenheit zu bleiben, in diesem Gleichgewicht der Kräfte, was wir hier sehen in dem Caduceus und was wir auch hier sehen in der Waage der Gerechtigkeit. Und dieses Gleichgewicht, das kommt durch die Klarheit hier in dem Schwert und die Klarheit bekommen wir dadurch, dass wir die Dinge erkennen. Dann schauen wir in den April. Hier zieht sich das fort. Wieder das Gleichgewicht der Kräfte in Verbindung mit der Klarheit. Und das ist etwas, das bringt dich nicht nur in die Balance, das bringt dich vor allem auch in den inneren Frieden. Balance, Frieden, Klarheit. Und hier hüpft die 7 der Münzen heraus.
Sei dir klar darüber, was du schon alles geschafft hast und erfreue dich an dem, was du bist und an dem, was du hast. Du kannst auch versuchen, dein Leben als Garten zu betrachten. Ich habe das in diesem Jahr wirklich gemacht. Ich habe so ein schönes Hochbeet auf dem Balkon und irgendwie ist das wie so mein Leben. Manchmal nehme ich etwas raus, manchmal geht etwas kaputt, manchmal pflanze ich wieder etwas hinein. Manchmal lasse ich es ein bisschen leer, um zu reflektieren, was ich hineingeben möchte. Das ist eine ganz schöne Praxis. Und darauf liegt der Mondstein und der sagt, lebe deine Bestimmung. Das ist eigentlich auch so die Essenz von solchen Transiten und Prozessen, dass es uns zu uns selbst führt, all das wegnimmt, was unecht ist, uns Lektionen darüber erteilt, wer wir sind, was wir können, wofür wir stehen, wofür wir inkarniert sind. Also lebe deine Bestimmung. Und der Mondstein ist auch verbunden mit der Energie des Mondes, mit dieser inneren Stimme, mit der Qualität der inneren Stimme, der inneren Führung, der inneren Klarheit. Und diese innere Klarheit, die ist ja auch immer in den schwierigen Zeiten da. Und deswegen kommen hier diese grünen Energien, die das ausgleichen, weil dir das einfach so dieses Gleichgewicht gibt. Und zum Beispiel die Seherinnen im Orakel von Delphi, früher in Griechenland, die haben immer grüne Steine getragen, weil diese grünen Steine sie mit der Harmonie und dem Gleichgewicht erfüllt haben, was sie gebraucht haben, um klare Visionen zu haben, um einfach diesen Geist auf der Ebene der Schwerter klar zu halten und sich nicht hier in diesen Strudel der Emotionen hineinzugeben. Weil wenn wir da reingehen und dann darüber nachdenken und uns darin suhlen, dann wird das alles immer noch schlimmer. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die hier liegt. Und das ist einfach eine Entscheidung, die du für dich treffen kannst, ob du sagst, okay, das ist da, ich bleibe in dem Gleichgewicht und ich gebe diesem Gleichgewicht, dieser grünen Harmonie des freien Weges den Vorrang. Ich folge meiner Intuition. Und lass mich nicht in diesen Strudel reinziehen. Im Mai liegt die Hohepriesterin da. Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Diese Seherinnen am Orakel von Delphi waren natürlich auch Hohepriesterin oder Priesterin. Verbunden mit den Energien von Himmel und Erde, mit oben und unten, die Folgen ihrer Intuition. Und das ist auch wieder eine Karte, die sagt, gehe mit dem Fluss, nimm die universellen Energien wahr, die durch dich fließen, die durch dein Leben fließen und folge diesem Fluss. Und darauf liegt die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche, die reflektiert sich tief in ihrem Fühlen. In den inneren Welten. Und in den inneren Welten findet sie die Juwelen, die ihr Leben bereichern und schmücken und ganz machen. Und darauf liegt der Adler. Der Adler sagt, sehe, betrachte die Dinge, sehe die Dinge von einer höheren Perspektive. Und der Adler, wenn er ganz oben fliegt, dann hat er trotzdem einen gestochen, scharfen Blick auf den Boden und findet so seine Beute. Der Adler ist immer ein Symbol von Klarheit in diesem mentalen Element der Luft und der Schwerter. Und diese Klarheit und dieses Schauen von einer höheren, allumfassenden, zusammenhängenden Perspektive, das ist etwas, das ist für dich im kommenden Jahr einfach auch ganz wichtig, immer und immer wieder. Und dann schauen wir in den Juni. Ja, und da haben wir es wieder. Das Luftelement, das Schwert. Das Schwert der Klarheit, das hier oben geschmückt ist mit dem offenen Kronenchakra. Und es fühlt sich so an, als ob dieser Verlauf hier in dem Jahr alles wegwäscht, was unecht ist, alles wegwäscht, was diese Klarheit trübt,
Aber dieser Prozess, wie das gereinigt und weggenommen wird, der ist eben nicht immer ganz angenehm. Und wie gesagt, mit dieser Balanceenergie, mit diesem Grün, mit dieser Verbindung nach innen, wirst du diesen Weg gut gehen können. Und darauf liegt der Hierophant, der Hohepriester. Und der Hohepriester, der hält einfach auch immer diese spirituellen Gesetze in. Also dieser Weg hier durch das neue Lebensjahr lehrt dich auch nochmal ein tieferes spirituelles Verständnis. Und hier kommt der Sommer mit dem Juni. Der Sommer sagt, bade in Glück und Licht, bade in Glück und Licht. Also wir sehen auch, dass für dich am Ende dieser Jahrestimeline ein Happy End wartet. Hier kommt der Sommer, hier kommt das Licht, hier kommt die Lebensfreude. Und hier kommt all die Ernte und die Süße des Lebens wieder. Wir haben ja hier die Honigbiene. Und der Honig ist etwas, das ist süß. Das gibt uns Kraft und Energie. Und Honig ist auch sehr heilsam auf vielen Ebenen. Der ist antiseptisch. Der versorgt unser Blut mit Glukose, sodass eben auch, wenn unser Blut mit Glukose versorgt ist, dann funktioniert eben auch unser Gehirn, unser Denken. Von dem her, wenn du das Gefühl hast, dass du einen Energieschub brauchst, dann versuche mit Honig zu arbeiten, weil Honig sehr positiv ist auf diese mentalen Aktivitäten. Der gibt uns Kraft, aber der setzt das Energiesystem, das Nervensystem, was wir hier haben im Caduceus, Ida und Pingala Nadi, der setzt das Nervensystem nicht so unter diesen Stress, wie Zucker das tun würde. Ja, bade in Glück und in Licht. Das ist das, was hier am Ende des Weges steht. Also es lohnt sich. Und hier kommt noch eine Affirmation für dich. Hoffnung lässt Wunder geschehen. Ja, lieber Löwe, das sind deine Energien für das kommende Jahr. Ich hoffe, sie waren dir hilfreich und konnten dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like. Und wenn du möchtest, dann abonniere meinen Kanal und schau bei Gelegenheit wieder vorbei. Und wenn dir meine Videos Freude bereiten und du öfter zuschaust, dann überlege dir, ob du über den PayPal-Link unter dem Video oder über den Super Thanks-Button diesem Kanal eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, damit ich mir weiterhin hier die Zeit nehmen kann, diese Nachrichten zu den Menschen zu bringen. Dafür bin auch ich sehr dankbar. Alles Liebe für dich.